Zustimmung freuen. Sie sehen, liebe Zuschauer, bei der Aussprache zum Wahlprogramm ist es manchmal auch etwas zäh bei den Piraten. Aber diejenigen, die das Wahlprogramm nachher verkaufen müssen, sind die Spitzenkandidaten. Und zwei habe ich hier am Set zu Gast. Einmal Bruno Kramm, Spitzenkandidat in Bayern, und Cornelia Otto, Spitzenkandidatin aus Berlin. Eine Achse Berlin-Bayern, könnte man sozusagen sagen. Jetzt steht das Programm der Piraten zu einem großen Teil fest. Sie müssen das draußen verkaufen. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis dieses Parteitages? Also ich finde, der ganze Bundesparteitag ist wirklich episch gelaufen. Wir haben ein großes, großartiges Programm zusammengestellt mit ganz wesentlich wichtigen Punkten, die natürlich im Zentrum die Bürgerbeteiligung haben und Transparenz zu schaffen. Das, was die Bürger haben wollen. Denn wenn wir in die Parlamente schauen, wie zum Beispiel in Bayern, und ich als bayerischer Spitzenkandidat, mich betrifft das ganz besonders, wo Maximilian Neum die Familien von Parlamentariern mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ausgestattet werden, anstelle, dass man vielleicht drüber nachdenkt, die Menschen, die unter Hartz IV sanktioniert werden, zu stützen und denen zu helfen, Mindestlöhne zu fordern. Da sind natürlich unsere Wahlkampfthemen klar. Jetzt ist das ein Thema, aber vielleicht stimmen Sie dem zu oder widersprechen dem, Frau Otto. Einige Punkte fielen ja dann doch hinten runter, zum Beispiel Finanzen und Wirtschaft. Da ist bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht klar, ob die heute noch behandelt werden. Wie konsistent ist denn dann eigentlich dieses Wahlprogramm? Ach, wir haben das ja auch schon relativ umfangreich abgestimmt heute. Und viele Punkte haben wir auch als Positionspapiere, haben wir im Grundsatzprogramm. Und wir werden natürlich schauen, was heute noch passiert, weil, wie Sie schon sagen, es ist ja noch nicht abgestimmt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sich da noch einiges bewegen wird. Jetzt müssen Sie das ja draußen auch verkaufen. Die Umfragewerte sind schlecht. Sie führen ja immer noch bei den Piraten und hoffen darauf, gerade bei den Nichtwählern und bei den Protestwählern zu punkten. Da meldet sich aber jetzt zum Beispiel auch die AfD zu Wort, die auch bei der Bundestagswahl mit antreten wird. Die Freien Wähler, die jetzt auch antreten werden bei der Bundestagswahl. Wie schwer wird es da sein, in der Konkurrenz das Parteiprogramm an den Mann zu bringen, an den Wähler? Also, dass die AfD zur Bundestagswahl kandidiert, ist meines Wissens nach noch nicht ganz gesetzt, weil die ist noch nicht zugelassen. Sie brauchen nur Aber Sie wollen kandidieren, und das sind ja auch Wählerstimmen, die im Zweifel dann für Sie flöten gehen, wenn man es mal etwas nonchalant sagen kann. Also ich glaube, wir brauchen uns davon niemandem verstecken. Wir haben ganz tolle Themen, und wir sind meiner Meinung nach die einzige Partei, die sich wirklich die Gedanken macht, wie eine Gesellschaft in der Zukunft zusammenleben sollte oder könnte, und dass wir die Möglichkeit auch schaffen, dass alle Menschen da sich mit dran beteiligen können, eben diese Antworten zu finden, die so wichtig sind für unsere Zukunft. Wir haben so viele Probleme und Dinge, die auf uns zukommen. Wir haben ganz neue Gegebenheiten, die Globalisierung, die Echtzeitkommunikation weltweit. Da müssen wir neue Antworten finden. Und das wollen wir eben mit den Bürgern zusammen machen. Jetzt sind Sie zwei Spitzenkandidaten, aber in der Partei herrscht ja auch immer wieder kein Konsens darüber, ob jetzt nun die Themen ganz weit vorne stehen können. Und dann geht es darum, dass man sagt, man möchte eigentlich nicht zu sehr die Köpfe fördern. Aber es kommt doch bei der Wahl gerade auf Sie an, auf die Spitzenkandidaten, dass Sie draußen sind und die Bürger sozusagen ein Gesicht haben, der Piraten. Intern ist man sich da immer noch nicht so ganz sicher. Ich glaube schon. Also das, was Sie ansprechen, ist ein ganz alter Wahlspruch von früher, nämlich dieser Wahlspruch Themen statt Köpfe. Aber wir sind längst uns bewusst geworden, die Stärke der Piraten liegt in der Individualität der Kandidaten. Und die Kandidaten haben jeweils eine eigene Biografie, aus denen heraus nämlich die Themen erst erwachsen sind. Und das ist nämlich auch die große Stärke der Piraten im Gegensatz zu etablierten Politikern, die nur aus lobbyistischen Gründen Themen setzen. Wir setzen die Themen, weil wir als Menschen in unserer Biografie in unsere Themen hineingewachsen sind. Ein wichtiges Thema war ja auch die Wahl einer politischen Geschäftsführerin, schrägstrich einer politischen Geschäftsführers. Eine politische Geschäftsführerin ist es geworden, Katharina Nockun. Jetzt ist das ein Kopf, der für diese Partei vielleicht ganz, ganz Wichtiges tun kann. Nur noch 4 Monate sind es bis zur Bundestagswahl. Was erwarten Sie von der Neuen? Ich erwarte natürlich, und ich weiß, dass sie das kann, dass sie uns nach vorne in den Wahlkampf führt. Wir haben dieses klare Signal hier auf dem Bundesparteitag gezeigt. Es geht jetzt los im Wahlkampf. Wir haben unsere Kandidaten nach vorne geschoben. Und es ist ein klares Symbol, dass Katharina Nockun selber auch eine Kandidatin ist und jetzt als politische Geschäftsführerin da ist. Und das Großartige ist auch, dass Katharina Nockun letztendlich die Dinge verkörpert innerhalb der Partei, in einer Partei, die so ein vielfältiges Programm hat, die Konsens sind. 4 Monate sind es noch zur Wahl. Ich frage auch Sie, was erwarten Sie von der neuen politischen Geschäftsführerin? Ach, ich bin da ganz zuversichtlich. Ich glaube,
ich erwarte eigentlich wenig von ihr, weil ich sie kenne. Also ich nicht, das ist blöd gesagt, ich erwarte natürlich das, was sie leisten wird, weil sie ist, sie lebt unsere Vision. Sie ist eine großartige, tolle Person. Und jetzt zu hohe Erwartungen an sie zu stellen, das wäre vielleicht auch ein bisschen blöd, weil sie wird ja jetzt auch eine ganz große Aufmerksamkeit kriegen. Wir wollen sie da ganz tatkräftig unterstützen. Wir sind nämlich ein tolles Team. Unsere Kandidaten sind alle sich einig, dass wir hier als Team antreten, dass wir gemeinsam unsere Themen voranbringen. Und da werden wir unsere politische Geschäftsführerin, wo wir können, unterstützen. Insofern erwarte ich eher von uns, dass wir sie da jetzt tragen. Dann vielen Dank erstmal an Sie beide für dieses Meinungsbild. Ja, und wir wollen uns einmal anschauen, wie sich Katharina Nocko nach der Wahl geäußert hat. Ich hatte Gelegenheit, mit